Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück. Ich wollte gerade losschwimmen, um den Krebs zu holen, aber ich glaube, wir bauen noch ein zweites Wärmekraftwerk vorher, damit wir hier genug Energie erzeugen, um beides hier aufladen zu lassen. 5 Titan, 2 Magnetit, ein Aerogel. Ein Aerogel. Zwei Magnetit. Das Problem sind die 5 Titanen. Die haben wir nicht, die müssten wir jetzt sammeln gehen. Und darauf habe ich ziemlich keine Lust. Brauchten wir für das Ding hier wie viel? 5 Stück nicht, ne? Wie viel Titan brauchten wir dafür? 1, 2, 3. Ich brauche noch 2 Titanen, die finden wir doch, oder? Das Teil können wir immer noch bauen. Ich packe die erstmal wieder hier rein, die ganzen Sachen. So, komm, 2 Titanen suchen wir gerade noch. Die finden wir garantiert hier irgendwo in der Umgebung. Ja, Diamant brauchen wir gerade nicht. Nehme ich aber trotzdem mal mit. Kupfererz brauchen wir gerade auch nicht. Glaube ich, gerade den rohen Fisch gegessen. Ich dachte, ich hätte ihn getroffen vorher. Na gut, egal, hat auch satt gemacht. Da wäre wieder jede Menge Titan. 1 Titan. 2 Titan. Mehr brauchen wir nicht. Das ist wieder so ein infiziertes Vieh. So. Und einen zweiten Wärme-Dingsi. Darf ich den hier außen dran bauen? Da durfte ich ihn doch gerade hinbauen. So. Sehr schön. Wunderbar. Welcome aboard, Captain. So, du lädst noch. Du kannst auch laden. Und eine Energiezelle nehmen wir mit. Mit 96% für unseren Krebs. Los geht's. Auf zum Krebs. Das schaffen wir ziemlich locker. Vielleicht schaffen wir sogar die komplette Strecke zu Motti hoch. Ich glaube, das dürften wir sogar schaffen. Ja, aber wir können ja hier erstmal Luft holen und dann von da zu Motti hoch. Dann Motti runterbringen und dann mit dem Gleiter wieder zum Krebs und den Krebs holen. Die Energiezelle bleibt ja im Krebs. Ja, ich habe Mods aktiviert. Ich benutze aber nur Mods, die das Spiel nicht in irgendeiner Weise verändern, um es leichter zu machen. Dieses Vieh hier immer rumschwimmt. Ich würde das so gerne kalt machen, ne?
Soll ich den erstmal in Sicherheit bringen? Hier wegparken? Dieses Vieh macht mir echt Angst. Vor allem mache ich mit diesem Bohrerarm einfach überhaupt keinen Schaden. Ja, ich muss hier weg. So, hier greift er mich nicht mehr an. Das finde ich gut. Das heißt, ich gehe hier raus. Habe ich das Reparaturtool dabei? Natürlich habe ich jetzt das Reparaturtool nicht dabei. Na toll. Egal. Aber wir holen jetzt erstmal Motti. Wenn er mich nicht auffrisst. Vorher. Wie gut, dass ich jung und wendig bin. Boah, richtig angespannt gerade. Oh, Schultern lockern. Mein Gott. Ist aber auch ein aufregendes Spiel. Auch so ein Rubinchen. Kann man unterwegs mal einsammeln, finde ich. Da oben war noch einer, habe ich gesehen. Aber da schwimme ich jetzt nicht extra hin. Ich hoffe einfach nur, dass mir unterwegs keine Medusa begegnet. Das ist mein einziger Wunsch. Ja, und die Strecke schaffen wir locker. Boah, bin ich froh, ihr Lieben. Dann haben wir den... Dann haben wir echt unseren Krebs unten und Motti unten und Kloppi unten und wir haben eine Basis. Besser kann es doch nicht laufen. Schnell Diamanten auf dem Weg einsacken. Wir wissen ja, der gehört eh nicht uns, sondern der Föderation. Oder wie auch immer das Ding heißt. Alles, was wir hier einsammeln, gehört der Föderation. Oder wie war das? Fand ich auch einen sehr, sehr witzigen Text damals. Sehr cool. Die Story ist überhaupt sehr, sehr geil erzählt. Also ich mag das Spiel wirklich gerne. Es macht halt einfach super Spaß, diese Welt zu erkunden. Es ist einfach nur schön gemacht. So, herrlich. Hallo Motti, es ist so schön, dich zu sehen. Hallo Medusa, es ist so schlecht, dich zu sehen. Nein, weg. Steig ein und weg hier. Das fangen wir gar nicht erst an. Die Medusa darf da schön oben bleiben. Hallo, feine Katze übrigens. Herzlich willkommen im Vogelnest. Danke dir fürs Folgen. Das sind deine Küken. So, ich hoffe nur, dass wir mit der Motte jetzt heile an diesem fucking Riesenvieh vorbeikommen.
Schön blau hier. Fast wie unter Wasser. Die Filter habe ich übrigens nur an, wenn ich Musikstream habe, die Filter fürs Gesicht, weil die zu viel GPU-Power brauchen. Das ist beim Gaming eher schlecht. Deshalb bitte einfach die anderen Filter nicht benutzen. Ihr könnt das Licht gerne hinter mir ändern. Wenn ihr übrigens Bits einsetzt, egal wie wenig, ich glaube ab 100 Bits geht das schon, könnt ihr die Farbe dauerhaft ändern. Und dann geht es auch, wenn jemand anderes eine Farbe redeemt und dafür nichts ausgibt, geht es immer wieder zurück zu eurer Farbe. Das hört sich einfach so fies an, dieses Vieh. So, bringen wir jetzt erst Motti zurück und holen dann den Krebs oder andersrum? Ach komm, wir bringen erst Motti zurück. Mit Motti können wir da unten ja eh nichts anfangen. Denn Motti kann ja nicht tiefer als 900 Meter tauchen. Wir kommen halt nur schneller von A nach B. Das heißt, wir könnten den Zyklopen an die Oberfläche fahren, damit der hier nicht in dem beengten Gebiet unten ist. Und dann oben weiter erkunden mit dem Zyklopen und mit der Motte halt immer zu unserer Basis hier runterfahren. Also quasi einfach nur den Transfer vom Zyklopen zur zweiten Basis machen. So, schwuppdiwupp. Ich parke hier daneben. Und wir gehen unseren Krebs holen. Und ich bin so froh, dass wir es jetzt endlich geschafft haben hier unten, ihr Lieben. Das ist so geil. Jetzt können wir richtig fett Titan abbauen. Uns eine feine Basis aufbauen. Das Tiefenmodul vom Krebs erweitern. Und endlich diesen Spalt darunter. Und da hinten weiter erkunden. Wir haben ja schon gesehen, dass da hinten eine riesengroße Medusa war. Da habe ich jetzt schon Schiss vor. Da werden wir zwei Torpedoarme dran schrauben und darunter gehen. Falls die uns irgendwas will. Dass wir die in die Hölle zurückbomben können. Hallo Krebs. Yay. Ups, daneben. Hui. Ich dachte gerade, ich hätte den Krebs festgebackt. Dann hätte ich jetzt aber geflucht. Aber so richtig festgebackt ist bisher noch gar nichts von uns, ne? Das haben wir noch nicht geschafft. Oder? Erinnere ich mich nur gerade nicht mehr dran, weil ich es verdrängt habe. Hui. Hallo Krebs. Bam, baby. We are back. So. Welcome aboard, Captain. Yeah, Energiezellen. Volle Energiezellen. Wie geil ist das denn? So, das bleibt alles hier. Schränke können wir gleich noch weiter bauen. Zweite Energiezelle in den Krebs. Und eine Energiezelle wieder in den Zyklopen. All systems online. 0, 0, 0. Tja,
Dann nehmen wir die doch mal mit. Und packen hier eine volle rein. Wir können das Licht hier mal ausmachen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das verbraucht ja nur Energie. So, zwei Zellen bitte wieder aufladen. Achso, die dritte Zelle können wir da lassen. Egal, ich hole gerade noch weiteres Zeug. Wir brauchen das Stasegewehr. Wir nehmen mal noch eine Boje mit. Den Laserschneider und das Reparaturwerkzeug definitiv wieder. Die Tafeln, ja, packe ich auch mal wieder ein. Ich packe jetzt erstmal alles an Rohstoffen nach unten. Und dann werden wir erstmal Titan holen. Das lasse ich mal im Inventar, damit wir das direkt beim nächsten Mal. Wunderbar. So. Fein. Dann würde ich sagen, wir reparieren. Fuck. Ah, das war das Stasegewehr. Falsche Taste. Wir reparieren unseren Krebs. Und gehen erstmal Titan abbauen. Haben wir noch irgendwas hier im Vorratsdingsi? Nö, haben wir nicht. Kann ich beim Krebs eigentlich weitere Vorratsdinger einbauen? Gibt's das für den Krebs? Nee, wa? Das gab's nur für die Motte, oder? Kann ich das bei der Motte abbauen und beim Krebs einbauen? Das wäre natürlich mega geil. So, ich springe aber erstmal hier unten rein. Vielleicht sind hier sogar direkt irgendwelche. Guck mal da. Was haben wir denn hier? Silbererz. Brauchen wir gerade nicht. Aber hier ist jede Menge Zeug. Wahrscheinlich alles Silbererz hier, ja. Auch Silbererz. Kupfererz, auch gut. Na gut, dann gehen wir erstmal hier runter zum Lebensbaum. Da war ja auf jeden Fall Titan. Hier ist auch Quarz, das ist auch sehr gut. Da ist zweimal Titan. Wie schön ist das denn? Bam. So, dann bauen wir mal ab. Und wir sind übrigens bei 909 Meter und der Krebs sagt noch nichts. Wir können mit dem Krebs sogar im tiefen Modul 1 schon bis 1300 Meter runter. Das heißt, wir könnten schon darunter gehen, um zu erkunden. Das finde ich super geil. Hallöchen, Bummi. Zurück vom Geburtstagsbrettspielabend. Guten Abend. Ich hoffe, es war schön. Was habt ihr denn gespielt? Wisst ihr, was ich mir jetzt hole? Ich habe mir vorhin eine Seele gekauft. Ich habe nämlich keine Seele. Wisst ihr, was das ist? So ein Weizenbrötchen mit Kümmel und Salz drauf. Mega geil. Ich weiß nicht, ob es dasselbe Modul ist, aber der Krebs kann frachtmäßig erweitert werden. Aber die Module musst du in der Tauchdockstation bauen. Ja, genau. Das weiß ich tatsächlich. Aber vielen Dank. Dann weiß ich, dass ich den Krebs noch ausbauen kann. Dann können wir nämlich noch weiter Titan einsammeln gehen.
Weil Titan und Blei werden wir jetzt jede Menge brauchen, um hier eine vernünftige Basis aufzubauen. Wenn der Frachtraum voll ist, sammle ich das dann direkt im Inventar oder muss ich dafür extra rausgehen? Wahrscheinlich muss ich dafür extra rausgehen, ne? Katan in einer eigenen Weiterentwicklung. Das klingt interessant. So, im Behälter ist kein Platz mehr. Das heißt, ich mache erstmal den Behälter leer. Und wir bauen natürlich noch weiter ab. Aber das ist doch erstmal fein, jede Menge Titan hier zu haben. So, was haben wir hier vorne noch? Lithium. Das ist natürlich mega geil. Brauchen wir gerade aber nicht. Baue ich es trotzdem ab. Dann ist es weg. Ne, ich baue es erstmal nicht ab. Ich brauche es ja gerade nicht. Wenn du mit dem Krebs erkunden gehst, solltest du den Haken und oder Zusatzantrieb haben. Sonst ist der Weg nach oben nicht unmöglich. Ah, ja. Da hast du völlig recht. Manchmal komme ich dann nicht weiter nach oben. Das stimmt. Da hast du völlig recht. Vielen Dank für den Tipp. Den Greifhaken werde ich also als nächstes mal bauen. Noch mehr Lithium. Was haben wir denn hier? Gold. Sehr geil. Hier ist ja doch mehr an Ressourcen beim Baum, als ich dachte. Boah, krass. Wie tief geht denn das hier noch runter? Kristallenes Uranit. Sehr geil. Da können wir sogar einen Fusionsreaktor eigentlich mit aufbauen hier. Auch nicht schlecht. Gut zu wissen. Falls wir mal mehr Power brauchen hier unten. Da drüben ist noch mehr Titan. Yippie! Titan! Hallo, Cascadia. Munchkin in Katan einzubauen, finde ich aber auch eine richtig witzige Idee. Ich habe gerade gestern mit einer Freundin, die hier war, also wir haben tatsächlich Geschäftliches gemacht. Die war nämlich hier, weil das die Freundin ist, die mein Booklet und das Design, das Corporate Design macht für mein nächstes Album. Also das macht sie eigentlich schon seit dem zweiten Das Niveau-Album für uns, weil sie ist ganz, ganz fantastisch. Eine ganz fantastische Grafikerin. Ich arbeite unglaublich gerne mit ihr zusammen, weil ich sag ihr, was ungefähr ich haben möchte. Dann macht sie drei Entwürfe. Dann sag ich ein bisschen weniger von dem Einser. Das fand ich beim Zweier cool. Und ein ganz kleines bisschen noch vom Dreier. Und der nächste Entwurf, den ich bekomme, ist der, den wir benutzen. Und das war bisher bei jedem einzelnen Entwurf von ihr so. Das ist total geil. Es macht einfach nur Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Weil wir einen sehr, sehr gleichen Geschmack haben und sie immer ziemlich genau weiß, was ich gerne haben möchte. Boah, jetzt haben wir aber richtig gut Titan gefunden. Das finde ich total geil. Können wir erstmal ein paar Plastalbarer machen. Aber ich überlege wirklich. Ich weiß, dass es so ein kleines bisschen Cheaten ist. Aber 10 Titan-Dinger für ein Titanbarren. Ich glaube, 5 reicht wirklich. Es gibt eine Mod, die das von 10 auf 5 senkt. Ich glaube, das werde ich tatsächlich machen. Weil ich das schon ziemlich sinnvoll finde. Achso, das war schon gewesen. Okay. Nun gut. Hier liegt noch ein Magnetit, auch gut zu wissen. Ups. Und hep, kommst du da hoch? Ja, da kommen wir hoch. Das sieht gut aus. Ja, das schaffen wir.
So. Welcome aboard, Captain. Einmal einen Titanbarren, bitte. Und direkt noch einen Titanbarren, bitte. Wunderbar. Und dann haben wir zwei weitere. Herrlich. Wunderbar. So, dann gehen wir erstmal noch kurz was essen. Dann könnten wir hier auf jeden Fall auch nochmal so eine Energiefalle bauen für die Fische. Da müssen wir die nicht jedes Mal jagen. Weil so unendlich viele schwimmen hier nämlich nicht rum. Ist immer ein bisschen aufwendig. Ist immer schön, wenn wir die dann direkt... Hallo, kannst du den bitte auch treffen? Vielen Dank. Wunderbar. Stockt das manchmal so? Das ist so unfassbar. Das liegt nicht an den Mods übrigens. Es hat auch schon am Anfang, also vor allen Dingen, wenn es ins Menü geht oder manchmal in die Basis, dann fängt der unfassbar an zu stocken und dann zwei Minuten später ist es vorbei. Das ist echt scheiße. Stockt der hier wieder rum, als wäre es irgendwie, keine Ahnung. Und Atomic Heart läuft unglaublich flüssig. Das ist echt ein Witz, weil es grafisch viel, viel anspruchsvoller ist als der Mist hier. Ich habe nicht Mist gesagt. Als dieses wundervolle Spiel, habe ich natürlich gesagt. Habt ihr alle gehört? So, mehr Titan. Viel Titan hilft viel. Du kannst ja mal ausprobieren, ob ein Frachtmodul aus der Motte in den Krebs passt. Müsste es eigentlich. Dafür bräuchte ich nur ein Dock. Aber das kann ich ja gleich bauen. Genug Titan müssten wir gleich haben. Aus den Dingern kommt ganz schön was raus, ne? Finde ich ziemlich cool. Nein, deine Motte hat ja welche. Ich weiß, aber muss ich, um die auszubauen... Ach nee, stimmt, ich kann so an die Dinger ran, ne? Stimmt. Ich dachte, ich müsste das in einem Dock machen, aber klar, ich komme ja auch so dran. Aber so ein Dock hier unten fände ich trotzdem schon fein, weil im Dock werden, wird die Motte und der Krebs ja auch aufgeladen. Ich habe ja eine Mod, weil es ist so dumm,
dass die im Dock nicht aufgeladen werden. Also was bringt dir denn bitte das Dock außer halt ein bisschen Trockenarbeiten? Es macht doch total Sinn, wenn du mit dem Krebs oder der Motte an den Dock andockst, dass die Dinger aufgeladen werden, oder nicht? Also ich finde, das macht unfassbar viel Sinn. Und allein dafür lohnt sich schon ein Tauchdock zu bauen. Alles klar, Charlie, gute Nacht. Schlaf schön. Hallo, magst du die nicht einsammeln? Dann sammle ich die eben ein. Ist schon wieder voll, oder was? Tatsache. So, alles da rein. Was ist denn das noch hier unten? Gut, hier ist nichts mehr. Gold, auch sehr, sehr gut zu wissen. Dock werden sie geladen, aber nicht repariert. Bei mir ist beides. Sie werden geladen und repariert. Weil das macht einfach total Sinn. Und das finde ich auch nicht cheatig. Also ob ich die jetzt mit meinem Werkzeug repariere und dann die Batterie wieder in die Ladestation packe und also das ist alles ein bisschen albern, ne? Gib dir gleich Wiki Wiki da hinten, du. Uff. Da drüben ist noch Titan. Oder ist das Titan? Nee, ist gar kein Titan. Ist ein Nickelerz. Oh, komm, dann nehmen wir jetzt Nickelerz mit. Der Ladestationszwang dient nur der anfänglichen Verknappung an Batterien, ist somit hinterher egal und nervt nur. Ah, schon weg. Na gut. Aber an Ressourcen mangelt es uns hier wirklich nicht, ne? Das ist schon ziemlich nice. Verpiss dich. Ich bohr dich kaputt. Kann ich noch was einsammeln? Dann nehmen wir noch ein bisschen Silber mit hier.
So, dann wollen wir mal wieder. So, mehr baue ich erstmal nicht davon, weil ich nicht weiß, ob wir sie noch brauchen. Pretty nice. So. Und dich nehme ich auch wieder mit. Der Krebs ist ja noch voll. Beziehungsweise, wie voll sind die noch? 83 kann man mal austauschen. Und 71 tauschen wir auch aus. Welcome aboard, Captain. Die werden wieder geladen. Und der Rest kommt oben in den Zyklopen. Welcome aboard, Captain. All systems online. hundert. Das ist mir voll genug. 100. 100. Ah, mehr haben wir nicht. Okay, gut. Dann ist das so. In diesem Sinne, ihr Lieben, sage ich herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Das hilft mir sehr. Das würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.